Hallöchen, meine lieben Zuschauer, zur 27. Folge unserer 60er-Karriere. Wir sind am Ende schon der zweiten Saison und wirklich 7 Spieltage vor Schluss im Aufstiegskampf. Dadurch haben wir natürlich auch eine Trainerleistung von 1 plus mit Sternchen, muss man schon fast sagen. Und ja, wir haben heute 2 Heimspiele, also eigentlich ist auch ganz gut, also ein gutes Omen. Wobei, wenn ich mir das gerade so angucke, okay, wir sind zu Hause und auswärts eigentlich genauso gut. Aber gefühlt habe ich immer, sind wir zu Hause stärker, aber das ist wahrscheinlich immer so ein Gefühl. Ja, nur leider fehlt noch Phil Neumann bis zu 4 Wochen aus. Das ist halt unsere riesen Schwächung. Und soweit ich das sehe, gibt es auch keine englischen Wochen mehr. Nee. Ja, da wird wahrscheinlich wirklich 3-4 Partien ausfallen. Rostock, Schalke und Nürnberg könnte er noch schaffen. Eieiei, das ist natürlich unangenehm, ne? Nun gut, kann man nichts ändern. Tun wir Daniel Wein im Zentrum, Kevin Godin ist ja wieder da, kann zwar 45 Minuten nur maximal spielen, aber da gucken wir mal, ob der vielleicht ein bisschen länger auch mal drin bleiben kann. Ne? Bissoli wieder verletzt, 2 bis 5 Wochen und Sissoko auch bis zu 3 Wochen. Das spielt uns natürlich auch nicht so komplett in die Karten. Hoffen wir mal, dass er durch diese ganzen kleineren Verletzungen, vor allem Sissoko und im schlimmsten Neumann, nicht zu lange ausfallen. Beziehungsweise nicht zu sehr jetzt Punkte liegen lassen werden. Und bevor es die Partie beginnt, ein ganz kurzer Hinweis. Morgen ab 19 Uhr wird unser großer Football-Manager Multiplayer starten in Deutschlands 2. und 3. Liga. Das wird immer Sonntag und Montag von 19 bis 23 Uhr laufen. Ich mache mich mal ein bisschen größer, um mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Also immer Sonntag und Montag von 19 bis 23 Uhr wird gezockt. Ich werde das auch immer streamen live auf Twitch. Den Link habt ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr selbst auch mitmachen wollt, joint gerne unserem Discord-Server. Auch in der Videobeschreibung ganz unten, glaube ich, unter sozialen Netzwerken habe ich auch den Link. Tretet gerne bei, ich schreibe euch dann an oder ich schreibe selbst kurz in die Talkrunde dort. Ich möchte am Multiplayer teilnehmen. Und ja, also wir zocken in der 2. und 3. Liga Deutschland und wollen alle Teams befüllen, außer die 2. Mannschaften von Dortmund und Freiburg. Die haben wir mal außen vor gelassen. Also bis zu 36 Mitspieler und zurzeit sind alle 36 Plätze voll. Aber aus Erfahrung weiß ich natürlich, dass viele Leute noch früher oder später gehen werden. Also wenn ihr Bock habt oder einfach nur zugucken wollt, ist ein bisschen entspannter natürlich dann, ne? Ein bisschen behäbiger das Ganze. Aber mit so einer kleinen Truppe, schaut gerne vorbei, lasst uns dann ein kleines, schönes Event machen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. So, und jetzt starten wir das Spiel. Kommen wir zum Tagesaktuellen, das, was euch jetzt gerade am meisten interessiert, ne? So, okay, Musik ist nicht vorhanden. Moment. So. Mal gucken. Der Football Manager wird gar nichts angezeigt im Lautstärke-Mixer. Okay. Das ist natürlich sehr interessant. Entschuldigen Sie, Herr Fußball. Ah, das ist, glaube ich, weil ich ein HDMI-Kabel umgestöpselt habe und irgendwie wird der gerade noch nicht erkannt. Wahrscheinlich muss ich gleich das Spiel neu starten. Na gut, dann lassen wir einfach im Hintergrund Musik laufen. Ich denke, das ist auch nicht so schlecht, ne? Sorry dafür, aber jetzt, ich mache heute sowieso in Anführungsstrichen nur 2 Partien. Also 2 Partien wird es dann erstmal, außer es passiert in der nächsten Partie etwas, Musik geben während des Spiels. Ja, Darmstadt. Daniel Wein verliert den Zweikampf und Kretschmer hätte eingreifen können. Eckball, Steinhardt. Enzo Acosta mitten im Kopfball, Leute. Sehr schön durchgesetzt. Gut reingemacht. Gegen 2 Leute durchgesetzt. Perfekt, perfekt. Luca Pfeiffer. Oh, Musik ist da. Der ganze Ton ist wieder da. Perfekt. Supi. Acosta, ja, das ist natürlich kein Problem für Behrens. Das ist natürlich null Problemo. Wir sind einfach mal Stand jetzt auf Rang 2. Haben
haben mittlerweile auch die Kontrolle über das Spiel übernommen, auch was die Ballbesitzzeiten natürlich angeht. 63%, 88% Passquote. Auch das ist natürlich super. Steinhardt, Rigor. Steinhardt, Juarez. An die Latte. Komm, 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 komm. Nochmal eine Flanke und Eckball rausgeholt. Sehr gut von Kevin Gordon. Kevin Gordon setzt es einfach gegen 3-4 Leute durch, weil die, naja, ein bisschen Abstimmungsprobleme hatten. Sagen wir es mal so. Sehr interessanter Ball zurück auf Wein. Kretschmar. Toll auf Steinhardt, direkt den Angriff wieder eingeleitet auf den anderen Flügel. Pfeiffer auf Staude. Steinhardt mit viel Platz zum Flanken, aber es. Flankt Staude, Kevin Gordon, Kevin Gordon. Juarez. Oh, so ein schöner Spielzug, ne? Bisschen lang aufgezogen, aber das war super. Weiter so, Leute, weiter so. Erstmal nichts ändern. Klar, Kevin Gordon maximal 45 Minuten, aber der spielt ja auch gut. So, why sollte man ihn jetzt schon rausnehmen, ne? Steinhardt. War eine scharfe Flanke, also eventuell hätte der Keeper auch ruhig mal ein paar Problemchen haben dürfen. Hätte ich jetzt nichts gegen. Fahren rein. Er hat der Tom Kretschmer. Schwermann sehr gut. Rigo auf Staude, Staude. Na, abseits, oder? Abseits. Ja, abseits. Ich hoffe, es irre mich, ne, aber. Ah, ist doch schon. Ja. Schade. So, jetzt kann man für Dante Rigo Talik ein ins Zentrum. Komm, macht das zweite. Macht das zweite, Leute. Keanu Staude. Keanu Staude. Acosta sehr aktiv. Schön beweglich. Und Juarez passt auch. Wir erobern und den Ball zurück. Dressel. Seitenverlagerung. Steinhardt. Steinhardt. Schieß. So, jetzt nochmal Nigel Thomas auf dem Flügel. Sag mal, für die letzten 20 Minuten kann jetzt mal Kevin Gordon wirklich mal raus und Luca Muntio rein. Talik. Also wirklich klasse, wie wir spielen. Darmstadt letzter. Trotzdem haben die natürlich viele Chancen. Bei uns sind ja die meisten Spieler relativ knapp. Costa, Pfeiffer. Oh, er wurde geschoben. Oh, die Chance zum Elfmeter im 2-0. Und das 2-0, das wäre die Entscheidung. Elfmeter gegeben. Nein, Nigel Thomas wird schießen. Doch, nein. Aber das zweite will einfach nicht fallen. Ist nicht zu fassen. Ist nicht zu fassen. War aber natürlich auch ordentlich geklärt. Acosta mit der Chance zum Doppelpack. Nochmal mehr fordern in den letzten 10 Minuten. Schlecht gemacht vom Keeper. Dressel verliert den Ball. Das war so eine gute Chance. Holt ihn euch wieder. Holt ihn euch wieder. Ich sehe schon, komm, es kommt hier der Ausgleich. Ich habe so Angst. Ja, ist klar. Ja, ist klar. So dominant, so viele gute Chancen. Und natürlich. Klar, wir sind Zweiter, ja, aber das hätten wir einfach gewinnen müssen, sorry. Och nee, ne? Wir hätten dieses Spiel einfach gewinnen müssen. Das sind jetzt zwei Punkte, die uns einfach fehlen.
Dieser verschossene Elfmeter auch noch von Nigel Thomas, ne? Expected Goals 2-7-1. Natürlich, Darmstadt hat er auch 1-4-4, klar. Josep Martinez brauchen wir jetzt nicht unbedingt, nein. Aber den finde ich auch sehr interessant. Sehr, sehr gerne mal scouten. Essay Gebresus, schlecht. Martinez würde ich gerne vergleichen mit unserem Keeper. Tom ist besser, ja, wie ich gedacht habe. Seht ihr, ne? Der Tom Kretschmer besser als Josep Martinez, der in der Realität ja Ersatzkeeper ist bei RB Leipzig immerhin, ne? Gut, dann kommt jetzt Erzgebirge Aue. So, Leute. Jetzt müssen wir gegen Aue auf jeden Fall gewinnen. Ich sag's euch ganz ehrlich, ne? Wir sind jetzt 6 Spieltage vor Schluss, Zweiter. Ich will den Aufstieg. Ich will einfach den Aufstieg. Oder was sagt ihr? Wollt ihr es mal vielleicht versuchen? Ja, wenn am Ende 4., 5. sind, ist doch in Ordnung. Nein, wir sind so kurz vor Schluss, so weit oben. Da sagen wir nicht, ach komm, das reicht. Nee. Oh, sein Vertrag läuft aus. Almeria will ihn haben, aber ich finde ihn auch sehr interessant. Kann man holen, so oder so. In der ersten Liga einen ordentlichen Rotationsspieler. Und wenn wir nicht aufsteigen, hätten wir natürlich in der Breite einen richtig, richtig guten. Oder auch eine Spitze, eher gesagt. Der Stefan trainiert schlecht. Jetzt, wo der weiß, dass er die Karriere bald beenden wird, ne? Na. Lässt da ein Boschel nach. Antritt 10, sehr gut. Ist ein bisschen gesteigert. Ja, die werden zwar noch nicht spielen können, aber immerhin auf die Bank tut nicht immer ein schönes Zeichen, ne? Für die Bank, wenn man sieht, ah, die sind immerhin wieder da. Boah, wir spielen jetzt wirklich, wir haben gerade gegen den 18. gespielt, jetzt gegen den 16., danach beim 17. Also wirklich, das sind die Wochen, wo wir einfach nicht Punkte liegen lassen dürfen. Also die Spiele, wo wir nicht Punkte liegen lassen dürfen. Aber dich kann man ja, ja, steht für die U19 zur Verfügung. Und warum spielt er nicht? Das ist die Frage. Gut, am selben Tag wie anderes Team aktiv, ja, okay. Das verstehe. Der Sascha. Okay, dann let's go, Leute, let's go. Auswärts zu Hause gegen Aue. Jetzt müssen wir vor allen Dingen auch die Chance mal reinmachen, die wir haben. Die Startaufstellung bleibt unverändert, denn sie war, also sie hat ja gut gespielt. Also es gibt ja nicht so viele Gründe, hier was zu ändern. Ich glaube, Daniel Wein war gerade beflügelt. Das ist doch schön. Die ersten Minuten sehen auch schon gut aus. 15-0 Schüsse für uns. Captain Gordon 7-4. Gab auch keine Probleme mehr. Anscheinend kann er jetzt 90 Minuten durchspielen. Habe ich zumindest jetzt nicht gesehen, dass da was war. 10-0 Schüsse. Und noch kein Tor. Boah, ist das da eng da oben. Es ist nicht zu fassen. 13-1 einzigen Schuss. Zufrieden bin ich trotzdem. Okay, jetzt die Aua erstmal. Wopata. Majacek. Chipsa. Toni Lemperle, schöner Ball auf Fabro. Und hoffentlich abseits. Bitte. Gut. Kommt schon, Leute, kommt schon.
endlich. Adresse. Rigo. Juarez. Pfeiffer. Oh, nicht schlecht. Schlecht von Pfeiffer. Nicht schlecht. Ja. Oh, nicht schlecht, dieser Fehlpass. Gerne mehr davon. Dressel, Pfeiffer. Haben wir gerade das Tore schießen verlernt, oder wie? Logis Platz. Mundtür rein. Und mal wieder Sascha Mölders für ein paar Minuten rein. Wir müssen hier gewinnen, Leute. Wir können nicht gegen den 16. und 18. bei allem Respekt. Und zwei Punkte holen. Bei unseren Ansprüchen. Vor allen Dingen jetzt in dieser Partie sind wir noch dominanter. Trotzdem sind wir Zweiter. Das ist ja das Unfassbare. Wir sind immer noch Zweiter und haben sogar einen Punkt Vorsprung jetzt. Weil Bremen am Verlieren ist. In Paderborn, ja gut, Paderborn ist weggezogen, ja. Und wir spielen wirklich 0-0. Ach, das wollte ich gar nicht machen. Naja. Erneut aber trotzdem. Das Wichtigste, wir haben super gespielt, nur das Tor nicht getroffen. Am Ende sogar nur drei entscheidende Highlights, zwei für Aue. Och Mann. Es ändert sich aber nichts dran. Fünf Spieltage vor Schluss sind wir Zweiter, Leute. Wir sind Zweiter und spielen jetzt in Regensburg. Nur wie ich schon gesagt habe, die Partie gibt es dann morgen um 11 Uhr. Leute, seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Ja, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Vermaledeien wir den Aufstieg? Denn wir hätten jetzt wirklich 4 Punkte mehr haben können und 5 Punkte Vorsprung vor dem Dritten haben können. Aber so ist es nun mal leider nicht. Und die nächsten Gegner, klar, auswärts der 17. zu Hause gegen die Fortuna, auswärts Rostock, zu Hause Schalke, auswärts Nürnberg. Gut, Nürnberg der einzige auf dem einschlägigen Tabellenplatz. Aber für uns ist ja jede Partie eng, ne? Sonst hätten wir nicht nach 29 Spielen jetzt in der Fußstufe nur 50 Punkte. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der ersten Liga Meister werden wollen, mit 50 Punkten nach 29 Spielen, kann man es eigentlich schon fast vergessen, ne? Gut, genug gelabert. Wir sehen uns morgen wieder und nicht vergessen, am Sonntag um 19 Uhr, ab 19 Uhr startet unser Multiplayer. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Lasst uns ein kleines schönes Event davon machen. Letztes Jahr kam es ja auch sehr gut an. Und ja, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr natürlich auch sehr gerne im Twitch-Chat reinschreiben oder aber direkt dem Discord-Server beitreten. Habt noch einen schönen Tag. Bis morgen, Leute. Ciao.